Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Infinite Undiscovery. Bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich mal erstmal, was unsere Ingame-Beschreibung sagt. Capel is heartbroken after the loss of Faina and Leif. Okay, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was ich gerade auch als Zusammenfassung anbringen wollte, nämlich, dass die letzte Folge die in meinen Augen bis dato emotionalste und auch heftigste gewesen ist. Wir haben leider unsere beiden Freunde, Faina und Leif, verloren und ja, derjenige, der das mit zu verantworten hat, den werden wir jetzt in dieser Folge besuchen, und damit meine ich jetzt nicht die Frau, neben der ich jetzt hier zufällig so irgendwie im Schritttempo mitlaufe, nein. Ayas Vater hat sich quergestellt, er hat Sapran die Hilfe verweigert, den Schutz verweigert, den sie gebraucht hätten, um sich vor den Vermiforms zu schützen. Und wir sind einen kleinen Ticken zu spät gekommen. Wären wir früher da gewesen, hätten wir sie noch retten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit ein Grund ist, warum das Capel so schwer belastet. Gucken wir mal, ob er was dazu sagt. The people shouldn't be looking at us in this manner. We weren't looking for any gratitude for smashing the chains, but it would be nice if they didn't treat us like this. Okay, er geht jetzt nicht explizit auf das ein. Ich meine, Edward ist ja auch mit dabei gewesen. Alle sind ja mit dabei gewesen, als wir gesehen haben, was mit den beiden Geschwistern passiert ist. Und wir haben Capel, glaube ich, auch noch nie so wütend gesehen, wie das jetzt im letzten Part der Fall gewesen ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, was hier passiert. Er hatte angefangen, am Ende des letzten Teils auch die Lunaglyphs insgesamt zu verteufeln, hat sie in Frage gestellt, war sogar der Meinung und hat das auch so geäußert, dass man vielleicht sogar mal in Erwägung ziehen sollte, die Leute umzubringen, die mit Lunaglyphs ausgestattet ist, um das Gleichgewicht zwischen oder bei der Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und ja, schauen wir mal. You have returned. Father? Perhaps I should say that you have dared to return. Your Majesty, it is unlike you to speak so cryptically. By order of Emir Shuruk, you are being placed under arrest. Father, why are you doing this? Please tell me! Father! That man is not Sigmund. What are you talking about? I am saying that he is an imposter. How could you make up something like... Just drop it, Aya. Lord Sigmund! His Majesty is correct. I'm not Lord Sigmund. Then, who are you? My name is Capel. I'm an unblessed. What? You dare to deceive His Majesty in spite of your filthy class? Yes. Capel? Well, it's the truth, isn't it? We only cooperated because we thought he was Lord Sigmund. Who did it isn't important. What has been done is... That is not the case. Lord Sigmund had the support and protection of Halgita. The Empress herself requested our assistance. We do not know what prompted this action, but it demonstrates a deep tie between our two nations. Now that the imposter's deceit has become public knowledge, failure to take proper action could lead to diplomatic problems between Fael and Halgita. But... You have deceived us all! We did undermine your trust. I apologize and take responsibility for that. But I cannot allow myself to be captured just yet. How dare you say that? You have admitted your guilt! This apology is to the Emir, and no one else. Our priority now is to cut the chains and liberate the moon. Until that mission is accomplished, I shall not be taken captive. Quiet, imposter! Did you think that a mere unblessed like you wouldn't be punished for deceiving His Majesty?
I don't care about saving face or honor. If something happens to the moon, the world might be next. It could be destroyed. This is no time to be arguing about foolish matters like politics, diplomacy, or unblesseds. I'm going now. I'm prepared to face my punishment after everything is over. Aya, Edward, let's go. Don't just stand there listening to him. Go! Capture him! We're trapped. You grunts, keep your hands off them! Pack up and go back to your mommies! Malbagon? We'll talk later! Let's move! Hurry! Just get out of here! What are you doing? Sorry. I just left you with all these problems. I'm a coward. Yeah, you are. I'm sorry. It's okay. Pick your head up. You're not angry? No, I'm not. So help us, just as you had done before. Gotcha, Ed! Not safe yet. We have to leave, now! Holbagon! We had to make a quick exit from the castle. I just got back, so I'll be working extra hard like a rookie. We'll explain everything later. We need to go. Go? Go where? That's simple. To Cassandra. The Order's stronghold. First, we head to Zala. Oh, na Gott sei Dank hat Eugene noch den Tipp gegeben, dass wir nach Zala müssen. Ey, sonst hätte ich mich jetzt schon wieder gefragt, wo ich jetzt überhaupt langlatschen soll. Ja, wenn das mal nicht eine riesige Überraschung war, dass Balbagan hier auf einmal vor der Tür stand, da habe ich selber auch gerade nicht schlecht geguckt und finde ich natürlich super. Allerdings, so aus dem politischen Kontext heraus, könnte unsere Situation momentan gar nicht schlechter sein, wenn ich ehrlich bin. Und ja, keine Ahnung, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen sollen, aber ich bin am Anfang noch erstaunt gewesen, wie angemessen und anständig sich Capel verhalten hat dem König gegenüber, weil ich meine, er hätte ja, also damit hätte ich unter anderem auch gerechnet, ziemlich ausrasten können, das hat er aber nicht getan. Sehr diplomatisch, der junge Mann, muss man ja einfach mal sagen. Auf der anderen Seite, hat er dann eben zum Ende hin doch seinen Unmut nach außen getragen und ich finde, er hat echt, geistige Größe bewiesen oder so, indem er eben gewillt war, seine Strafe anzutreten oder von sich aus eben gesagt hat, okay, er sieht ein, dass er bestraft werden soll für den Betrug, ja, weil er sich halt als jemand anderes ausgegeben hat, aber er möchte seine Strafe erst dann entgegennehmen, wenn er quasi hier die Welt gerettet hat, beziehungsweise den Mond wieder befreit hat oder losgelöst hat von seinen Ketten. Und ich muss mal kurz gähnen, nicht weil ich müde bin, eher im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, noch nie gegähnt in einem Let's Play. Ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber ich habe heute verhältnismäßig lange geschlafen. Und ich bin eigentlich auch recht ausgeschlafen, deswegen wundert mich das ein bisschen. Also da bitte nichts Falsches reininterpretieren. So, ja, ich habe, glaube ich, noch nie darauf geachtet, was uns diese Vögelchen eigentlich für Erfahrung und Geld dalassen. Ja,
war es jetzt nicht so viel. Allerdings vertragen die, glaube ich, auch 3 Schläge und dann sind die weg. Und das ist echt unglaublich, wie oft wir in diesem Spiel schon durch die Wüste mussten, oder? Also das ist, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber wir sind doch jetzt hier schon mindestens das 10., wenn nicht das 20. Mal unterwegs und... Absolut furchtbar, absolut furchtbar. Also ich hatte ja, also ich wundere mich immer mehr über meine Aussage, die ich ganz am Anfang getätigt habe, dass die Wüste ja gar nicht so schlimm sei. Es hätte mir irgendwie in Erinnerung bleiben müssen, ja, dass man hier so oft durchlatschen muss. Und Michelle hat Stroclips gelernt, klingt irgendwie total mächtig. Hat sowas von Apokalypse und das mit irgendeinem komischen Astroschaden, den sie wahrscheinlich beherrscht und dann wird das wahrscheinlich irgendwelchen Flächenschaden auslösen. Boah, und da sind diese elenden Vermiforms und die werden mir seit Feyners Tod, glaube ich, auch immer in diesem Zusammenhang in Erinnerung bleiben und das ist echt so unglaublich bitter gewesen. Also das war echt eine ziemlich üble Folge, muss ich sagen. Das will ich so schnell möglichst nicht wiederholt sehen. Also, dass jemand stirbt, weil wir irgendwie zu spät kommen. Tja, aber Capel hat es halt nicht unterbinden können und was auch einfach zeigt, dass wir auch auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Und ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht schuld dran sein, dass sich da Hayagita und Fael irgendwie so blöd verkrachen. Ich hoffe, dass sie sich irgendwie wieder zusammenraufen und ich frage mich auch, was jetzt... Ach, schaut mal, die heißen auch gar nicht mehr Garudas. Die haben jetzt auch irgendwie einen komischen anderen Namen. Schon wieder einen, den ich überhaupt gar nicht aussprechen kann. Aber der verträgt nicht sonderlich viel. Und ich wette, der gibt uns ordentlich was, oder? Ja, nicht mal 1000 Experience. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber immerhin weit über 500 Geldstückchen. Also das waren, glaube ich, gerade 677 oder so. So, hier bin ich immer noch richtig so langsam. Huch, so langsam bekomme ich hier irgendwie so ein bisschen so ein Gespür dafür, wie hier der Hase läuft, so rein wegtechnisch. Und die Vermiform da hinten, die werde ich jetzt erstmal nicht töten. Feige wie ich bin, laufe ich hier außen rum, um mich da nicht in so einem blöden Kampf jetzt wieder verstricken zu lassen. Ach, und da wartet gleich die nächste auf uns. Boah, ey, die sind so ätzend, ey. Also wenn ich hier irgendeinen ätzenden Gegner bestimmen muss... Also so mein Number One ätzender Gegner, dann ist das mit Abstand dieser hier. Wobei, wenn ich mich einmal hier irgendwie so platziert habe, dass er sich nicht auf mich konzentriert und die anderen irgendwie auf ihn eindreschen, dann geht er eigentlich. Nur, das ist, glaube ich, sowohl für mich als auch für euch recht langweilig. Ja, Hauptsache, die hauen hier die ganze Zeit noch auf den einen, obwohl der schon tot ist. Ja, ich habe eigentlich Safe MP eingestellt. Das heißt, wir könnten den einen oder anderen Gegner wahrscheinlich noch ein bisschen schneller aus dem Weg räumen. Und ja, interessant, dass Balbagan sich uns angeschlossen hat, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen und wollte irgendwie so den blöden Witz bringen, dass wenn er wüsste, wie arm wir eigentlich sind und wie schlecht es um unsere Finanzen bestellt ist, dann würde er wahrscheinlich total schwer enttäuscht sein und irgendwie davon absehen, mit uns zu reisen. Aber ja, jetzt sag mir mal bitte, wer kommt auf so einen Gegnernamen und wie spricht man das aus? Also ich finde das irgendwie schon wieder unmöglich. Ich habe bei manchen Gegnern oder Orten oder so in manchen Spielen echt den Eindruck, dass die Entwickler einfach nur auf die Tastatur gehauen hätten und oder weiß ich nicht, irgendwie eingepennt werden und mit dem Kopf auf die Tastatur aufgeditscht sind und das dann einfach genommen haben, was sich daraus ergeben hat. Also wirklich sinnvoll ist das in meinen Augen nicht. Aber okay, vielleicht wird sich da irgendjemand was dabei gedacht haben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur übersetzungstechnisch schiefgelaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Als wir das letzte Mal hier gewesen sind, Leute, erinnert ihr euch noch? Da gab es ja noch diesen Lunar Rain. Der scheint also irgendwie auch weiterzuziehen oder sich zu verschieben. Ja, Eugene hat gesagt, dass wir hier hin sollen. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Und ich hoffe einfach mal, dass hier vielleicht irgendwann mal eine Cutscene Klarheit verschafft. The Force returns to Fael heartbroken, where the Emir orders the capture. Nee, wir returnen aber nicht nach Fael. Wir sind da returned. Ja, der redet aber nicht in der Vergangenheitsform. Ja, muss ich nicht verstehen. Wahrscheinlich ist das hier auch nicht immer so up-to-date. Wir werden wahrscheinlich erstmal hier irgendwas triggern müssen, um hier einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Ich laufe jetzt hier einfach mal total zielgerichtet auf das Schiff zu, um zu gucken, ob wir nicht vielleicht sogar wieder nach Hayagita reisen können. Oh.
This looks familiar. Are we ready? It's just a little exercise. Allow me to converse with them. My darling can handle this. Capel! How dare you betray me and my people? That was not our intention. Lower your head. Kneel. Our goal is to liberate the moon from the chains, and that is exactly what we are doing. Kneel. Stop. But, Your Majesty. You strive to liberate the moon. An admirable goal. But perhaps you possess an ulterior motive. Your Majesty, he is an honest man. Serafina. I've seen him work. He worries about the current state of this world. Serafina. Watching him risk his life in battle, he revealed no personal ambition. Speak no more. Serafina, whom do you serve? Your Majesty, I am a humble servant of Colton. But I am also a citizen of the world. I am distressed about the dangers facing both. What? I traveled with them and witnessed their conviction. Their ideals affected me. I wish to liberate this world, together with the Force. Absolutely ludicrous. Please wait! Father! My apologies for barging in like this. Father, what are you... Heads of nations are planning to gather together to discuss measures for resolving the current situation. Emir Shahrukh, I have only just learned of your arrival. Please forgive me for not offering you a proper welcome. I should engage in proper protocol, but please allow me to state my business immediately. Continue. Fael guarantees the trustworthiness of the Liberation Force. Father? Pardon? I wish for them to do as they see fit, without any intervention or deterrence. If any of your country's interests are harmed, Fael shall compensate. And what will your country gain from their endeavor? Nothing. Incomprehensible. Why would you choose this course of action? I am unable to point to one reason for this decision. However, I believe that their work will benefit my people in the end. So matters of money are irrelevant. Furthermore... I wish to show... Show what? As you are aware, my daughter is a member of the Liberation Force. I wish to show her that I care. Your Majesty, in light of this offer, won't you guarantee their freedom? Out of respect to Emir Shahrukh, I shall grant them their freedom. Majesty. I had two fears from the outset. That Colton would be taken advantage of by other countries, and that my subjects might suffer. I have a duty to my people, to protect their lives and their property. If those points are not violated, then there is no conflict of interest. Thank you, Your Majesty. So, Capel, and the Liberation Force?
I am putting my faith in all of you. Do what you think is best at once. Found you. Capture that intruder. Back off! Just as I suspected, you're an unblessed. It's no wonder you can still move about in severed chains after being blasted with lunar power. Those are Leonid's chains. You can struggle all you want, but they won't break. So just sit back and enjoy the show. I've wasted too much of it. Ah! Your Majesty! Father. I finally found you. What is it? Empress Savala arrived a few moments ago. She wishes to speak with you. With me? Yes. Lord... Sigmund? Yes, Kamachi? Should we continue acting as though you are the Liberator and conceal your true identity from Her Majesty? How could I forget such an important matter? I believe King Miro is aware of this situation. Should Empress Svala be informed as well? She already knows. Oh, is that so? If I'm permitted, I will offer my support by making it clear that you harbor no ill intentions. Thank you. No, it's not what you think. I didn't mean it that way. I'm utterly devoted to Lord Toma. Is something wrong? No, my lord, nothing! Then, let us go. Your Majesty, it's Toma. I have brought him. You may enter. Your Majesty. It has been a while. I apologize for my long absence. I can only wonder whom you serve as I look at you beside him. No, our presence holds no such meaning. It is quite all right. What lies in your heart is revealed through your actions. Is it truly you, Capel? You are beginning to resemble Sigmund. There is something that we must talk about. I wish to speak of Sigmund and of his hidden past. He was once an Aristo. But, Your Majesty, he was most definitely a Meeg. I will tell you a story now that I have kept secret all these years. Seventeen years ago, on the night of a full moon, a prince was born in the palace of Cassandra. It was expected that a royal son born on a night steeped with such power would inherit wondrous strength. But on that evening,
just as he was about to enter this world, there was a lunar eclipse. An eclipse? Yes. The child entered this world without a single ray of the moon's light. And you know the consequences of a moonless birth. No moonlight. He was an unblessed? Sadly, due to the sudden lunar eclipse, the child became an unblessed, despite being born under a full moon. The prince, born without moonlight, could not receive a lunoglyph. Efforts were made, but they ended in failure. I am sure you are all well aware of what befalls unblessed, as they are seen as bad omens. Exile. Or they're killed. The prince was to meet the same fate as many other unblessed. He was exiled. The queen lost her firstborn child and became sick with grief. She soon passed away. The king lost both his wife and son in a short amount of time. He fled from his country and came to me in need of a friend. What did he do about his duty as king? He abandoned his post. Of course, I was not in favor of this decision, but he said that if his one wish were granted, he would return to Cassandra. What was it? To erase his lunoglyph. The king had suffered such a terrible tragedy. I was moved by pity and agreed to perform this ritual. It was a mistake that I now regret. His lunoglyph was indeed erased. However, the ritual caused his mind and body to return to their pre-lunoglyph state. What exactly do you mean? He became a newborn child. Yes, I heard about this from Kyria. I could not send him back to Cassandra as an infant, so I secretly sheltered him. I nurtured and educated this child until he was grown. This king was... It was Sigmund. He was the former king of Cassandra, who decided to give up his lunoglyph and be born anew. Sigmund? Was an Aristo? The purpose of the Assembly of Sovereigns is to reach a unified agreement amongst all nations on liberating the moon. I will propose that your freedom to act be guaranteed by this assembly. So you should. Do as you see fit, Capel. As I see fit. Yes, Your Majesty! We shall liberate the moon! Now go. There is no point in you waiting for the assembly to conclude. Farewell, Capel. Your Majesty, please allow us to continue with him on his mission. I beg you. I am certain that you would go, even if I forbade it. Please, follow what is in your heart. Oh wow, das war ja schon wieder ein Marathon an Erkenntnissen, meine Güte. Und die arme Aya, die ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Okay, soviel zum Thema. Ich hoffe, dass die nächste Folge etwas entspannender verläuft, so rein inhaltlich. Also zwei elementare Sachen, die ich kurz zusammenfassen möchte, bevor ich diesen Part jetzt hier beende. Zum einen hat Aya ihren Vater verloren, der sich aufgeopfert hat, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ja. Und gerade wo man anfing, ihn jetzt so in sein Herz zu schließen und er anfing auch Einsicht zu zeigen für unsere Mission, da trifft es ihn durch diese blöde Surrender oder wie die heißt. Und jetzt geht's weiter. Despite Amir Sharuk's passing, the meeting will be held as scheduled. Really? Ed will explain the situation to the rest of the force. And as for Aya, well, she won't leave her father's side. We should leave her be for now.
Capel, you should get some rest. The Emir was counting on you. You must fulfill your promise. But I can't rest. Capel, here to cheer her up? Well, sort of. Oh. Can you try to? I can't seem to get through to her. Maybe you can. All right. Aya, I'm coming in. Aya. My father died protecting me. I hated him so much and did so many things against his wishes. But he's still... Lord Sigmund. And now my father. I lost two important people in my life. What am I supposed to do now? What am I supposed to think? To feel? What am I supposed to do? Fight. We fight together. No one, whether they're living or dead, would be happy seeing you like this. Aya, let's go. Let me get ready. I'll catch up later. Capel? It's nothing. Just go ahead. Liberator, we have received word from King Miro. Skulls have determined the location of the Ashen Chain. It is located in Cassandra in Castle Valette. By order of the King, we have adjusted the Kobasna teleporter to also take you to the outskirts of Valette. Thank you, and please send my best to His Majesty. Understood. May you be victorious. Ja, und da wären wir wieder. Und um jetzt dort mal anzuknüpfen. Und der zweite... Das zweite große Thema war, dass wir eine ganze Menge über Sigmunds Vergangenheit erfahren haben. Und ja, er ist ursprünglich mal ein Aristo gewesen, hat dann Frau und Kind verloren, wollte sich dann sein Lunaglyph quasi entfernen lassen, was Empress Swala auch für ihn erledigt hat. Nur hatte das den etwas merkwürdigen Nebeneffekt, dass er nach diesem Ritual quasi selber wieder zum Baby geworden ist. Und ja, Empress Swala hat ihn aufgezogen, also die Kaiserin, wie ihren eigenen Sohn. Und ja, da haben sich auf jeden Fall Dinge abgespielt, die so im Laufe des Spiels überhaupt gar nicht vermutbar gewesen wären, zumindest für mich nicht. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Aya sich insofern wieder aufrappeln kann, als dass sie darüber hinwegkommt. Ich meine, jetzt haben Capel und Aya ein schwieriges Thema zu bewältigen, was beide irgendwo aber auch eint, nämlich dass beide innerhalb kürzester Zeit zwei Leute verloren haben, die ihnen sehr wichtig gewesen sind, und ich bin sehr gespannt, wie die beiden im weiteren Spielverlauf damit umgehen. So, liebe Leute, das war jetzt recht viel an Cutscenes. Ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Part wieder etwas mehr am Kämpfen sind. Ich bin jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen bedröppelt und ich hoffe einfach mal, dass es in den nächsten Folgen nicht mehr so viele virtuelle Tode geben wird, wie wir das jetzt binnen kürzester Zeit erleben müssen. Und ja, danke, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!